Essen kann sich keinen Stillstand erlauben, die ganze Region kann und will sich keinen Stillstand erlauben. Wir wollen sprechen über die Zukunft des Ruhrgebietes und was jetzt hier wirklich in nächster Zeit ansteht. Wir machen das mit Thomas Kufen, dem OB der Stadt Essen, und mit Markus Kottmann. Er ist der Leiter des NRW-Zentrums für Talentförderung der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Meine Herren, guten Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Fangen wir mit dem OB an. Wir haben gerade gesehen, Essen hat mal ordentlich was gerissen in Sachen Umbau. Also Respekt, ich darf das sagen, als alter Essener, der schon sehr lange weg ist, kann ich das durchaus einschätzen. Aber der Weg ist weiterhin noch lang. Was sind denn die Aufgaben der nächsten Dekade in Sachen Umbau der Stadt? Also zum einen stellen wir ja fest, dass wir nicht optimal vorbereitet waren, wenn der Steiger mal geht. Wir haben immer gesorgt, wenn er kommt. Das ist in diesem Jahr, glaube ich, nochmal sehr präsent geworden, dass wir eben lange Zeit nicht investiert haben in die Infrastruktur, in die Umwelt und vor allen Dingen in die Bildung. Aber ich denke, wir haben das in den letzten Jahrzehnten doch sehr konzentriert nachgeholt. 2010 Kulturhauptstadt Europas, 2017 grüne Hauptstadt Europas. Es gibt keine andere europäische Stadt, die diese beiden begehrten Titel vereint hat. Das heißt, der Wandlungsprozess wird auch anerkannt europäisch. Die Anstrengung ist da, aber grüne Hauptstadt heißt nicht, es ist alles im grünen Bereich, es ist sicher das Paradies auf Erden, es gibt noch viel zu tun. Ja, man liest auch vor allem, dass sicherheitstechnisch nicht alles im grünen Bereich ist. Ich will das jetzt nicht überzeichnen, aber da ist davon die Rede, dass Banden hier in Essen in bestimmten Quartieren und Stadtteilen, gleich hier um die Ecke in Katernberg, ihr Unwesen treiben von arabischen Clans. Ist da die Rede? Wie wollen Sie dagegen vorgehen? Was können Sie überhaupt dagegen tun als Stadt? Essen ist eine Großstadt wie viele andere in Deutschland, mit Schattenseiten genauso wie mit viel Licht. Und ich denke, es gibt zwei Maßgaben, die wir einfach beachten müssen. Große Toleranz gegenüber Menschen, die zu uns kommen, die mit anpacken, die sich an Spielregeln halten, egal wo sie herkommen. Große Toleranz gegen unterschiedliche Lebensformen. Familie ist heute anders als noch vor 20, 30 Jahren. Und auf der anderen Seite null Toleranz gegenüber diejenigen, die hier hinkommen, Kriminalität verbreiten, Gewalt, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit. Da heißt es, null Toleranz zu zeigen. Und beides muss zusammengehören. Und ich glaube, dass wir es besser hinbekommen als manche andere Region in Deutschland. Also das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist es so, das Revier war schon immer Schmelztiegel, ja, der unterschiedlichen Nationalitäten. Es gab ja den Spruch, bis in die 80er Jahre hinein, wenn du nach Bottrop fährst, kannst du mit Slotti bezahlen. Jetzt gibt es vielleicht eine Analogie in Gelsenkirchen oder in anderen Stadtteilen, will sagen, da gibt es ja unglaublich viel Population mit Migrationshintergrund. Wir haben so ein paar Probleme gerade mit dem OB angesprochen, aber Sie sind in dem Bereich ganz konkret tätig. Was machen Sie denn, um die jungen Menschen zu fördern? Also wir sind Talentförderer, man kann das vielleicht so übersetzen, wir sind Schatzsucher. Also ich will mal dazu eine Zahl sagen, in Deutschland haben wir generell das Thema, dass Bildung, Bildungschancen vererbt werden wie Vermögen. Also wenn ich Eltern habe, die selber studiert haben, dann gehen von 100 Kindern 79 ebenfalls studieren. Und wenn ich Eltern habe, die nicht studiert haben, dann sind es nur 27. Und davon haben wir hier im Ruhrgebiet eben eine ganze Menge. Da reproduziert sich sozusagen Bildungserfolg nicht von alleine. Da haben Jugendliche, selbst wenn sie richtig was reißen, wie sie das sagen, weniger Bildungschancen. Und diese Schätze zu heben, das versuchen wir über Talentförderung zu machen. Und das haben wir an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen vor einigen Jahren begonnen. Wir schicken heute Talentscouts in Schulen und wirken mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit der Hochschule, mit Wirtschaft, mit Kommune zusammen daran mit, dass eben berufliche Orientierung so stattfinden kann, wie eben auch in der Mittel- und Oberschicht. Können Sie mir ganz konkret beschreiben, vielleicht an einem Beispiel, wie sich Ihre Förderung dann auswirkt bei den jungen Menschen? Also ich nenne Ihnen mal vielleicht hier aus meiner Heimatstadt Essen ein Beispiel. Eine junge Frau, die hat 6 Geschwister. Das ist in Deutschland ein Risiko, muss man sagen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Bildung erfolgreich ist, erstmal sehr gering. Die junge Frau macht eine Grundschule mit sehr guten Noten, soll auf eine Hauptschule gehen, wie alle ihre 3 älteren Geschwister auch. Eine Grundschullehrerin mit einem Gymnasialdirektor wirkt daran mit, dass sie aufs Gymnasium kann. Mit 8 schreibt sie Gedichte auf Englisch und Französisch, trifft einen Talentscout, bekommt ein Stipendium. Und heute ist diese junge Frau an der Universität in Essen Studentin, studiert auf Lehramt Französisch und Spanisch und gehört in der deutschen Begabtenförderung zu den Besten ihres Fachs. Will sagen, wir versuchen natürlich, solche Talente zu begleiten, in der Schule schon dann, bis in die berufliche Ausbildung, bis in die Hochschule hinein. Egal, also, welche Ausbildungsalternative ist dabei zweitrangig. Das heißt, so eine gezielte Förderung, die kostet ja Geld, Herr Oberbürgermeister. Das klingt ja relativ banal, wenn ich das so sagen darf, aber es muss gemacht werden, zielorientiert gemacht werden. Aber es zeigt ja dann Wirkung offenbar bei den jungen Leuten.
Von solchen Projekten wünscht man sich ja mehr in der Zukunft. Vielleicht, Herr Kottmann, ist ja auch mehr nötig in Zukunft hier im Ruhrgebiet. Wie sieht es denn da aus mit der Förderung solcher Projekte aus Düsseldorf und Berlin? Da sitzen ja Ihre Parteifreunde an den Schalthebeln. Das ist so. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen wahrnehmen, dass die Aufstiegsgeschichten hier in der Region sehr vielfältig sind. Und wenn die Eltern vielleicht 5 Jahre an der türkischen Dorfschule besucht haben und die Kinder machen heute einen guten Realschulabschluss, da ist ein unheimlicher Bildungsaufstieg dahinter, vielleicht einer, der bei uns so gar nicht so wahrgenommen wird, weil alle gucken immer nur, wer macht ein Abi und wer macht sozusagen einen Studienabschluss. Aber den Menschen, die als Gastarbeiter angeworben wurden, da ging es ja nicht um Hochqualifizierte, da ging es darum, macht der einen guten Job unter Tage, und da wurde auf ganz andere Sachen geachtet, auch nicht, ob der gut Deutsch kann. Insofern haben wir da auch viel nachzuholen. Ja, macht Berlin, macht Düsseldorf da einen guten Job in Sachen Förderung? Ich wollte das gerade beantworten. Ich sage ganz klar aus Essen, weil ich auch mal Integrationsbeauftragter war. Integration kostet Geld und keine Integration kostet übrigens noch mehr Geld. Das muss jeder wissen, in Düsseldorf, in Berlin oder in Brüssel. Ja, ich hoffe, man hat das gehört. Vielen Dank, meine Herren. Danke, dass Sie bei uns waren.